Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen wichtigen Video. Und hast vielleicht selbst schon oft von diesem Thema gehört, hast schon oft selbst so dieses Thema quasi von anderen Content-Creatern vielleicht gehört, von anderen Doktoren oder Experten, wenn es um Narzissmus geht und sowas. Wenn du vielleicht auch Dr. Ramani kennst und sowas. Ich gucke halt nur Dinge auf Englisch, Deutsche, außer Master Your Mind gucke ich mir nicht an. So, deswegen, ich kenne keine deutschen Content Creator, die über Narzissmus sprechen. Deswegen, verzeiht, aber ich kenne all diese deutschen Doktoren und was weiß ich da alles nicht. Das ist mir alles nicht so, ja, keine Ahnung. Damit fühle ich mich nicht so verbunden. Ich gucke es mir lieber auf Englisch an, weil ich auch mehr Englisch lernen will. Aber das ist mal vielleicht für ein anderes Video mit einem anderen Thema. Warum, weshalb, wieso ich mehr auf Englisch mir so reinziehe. Aber jetzt geht es darum, dass Narzissten dir nur Brotkrümel geben, aber selbst verlangen sie, wollen sie das ganze Brot. Ich sag aber lieber, sie geben dir nur Krümel, aber selbst wollen sie den ganzen Kuchen. Das hört sich für mich halt einfach besser an. Aber jetzt, damit es sich halt formeller angehört hat, habe ich das halt lieber dahin geschrieben. Narzissten geben dir nur Brotkrümel, aber wollen selbst das ganze Brot. Könnte man, wie gesagt, auch sagen, Narzissten geben dir nur Krümel, aber verlangen selbst den ganzen Kuchen. Hört sich für mich halt einfach geiler an. Aber egal, wie auch immer das ist, Narzissten geben dir nur Brotkrümel. Heißt auch Breadcrumbing. So, geben dir nur Brotkrümel, heißt, sie behandeln dich einfach schlechter. Sie geben dir nur das Nötigste, nur das Minimalste. Ja, sie gehen so nach dem Minimalprinzip, aber wollen selbst das Maximalprinzip. So verlangen selbst das Maximalste, deine volle Aufmerksamkeit, deine volle Liebe, deine volle Treue, deine volle Hingabe, alles. Sie verlangen alles von dir, ja. Deine Güte, all das, deine Aufmerksamkeit, alles, alles verlangen sie von dir. Und im Gegenzug geben sie dir nur das Geringste. Halt diese Dinge. Wenn überhaupt sie dir diese Dinge geben. Und wenn sie dir sie geben, dann halt nur im ganz geringen Stil. Das heißt, sie geben dir nur ganz wenig Aufmerksamkeit. Sie geben dir nur ganz wenig Komplimente. Selbst wollen sie die ganze Zeit lobpreist werden und all diese Komplimente bekommen, aber geben dir nur ganz wenig Komplimente. Eher noch machen sie dich die ganze Zeit fertig. Aber jetzt dreht es sich nicht darum. Es dreht sich darum, dass sie dir nur Brotkrümel geben. Und deine Aufgabe ist es, dich nicht mehr zufrieden zu geben mit Brotkrümeln. Du hast das ganze Brot, den ganzen Kuchen verdient. Denn wenn du dich die ganze Zeit zufrieden gibst mit nichts, mit dem Geringsten, werden sie dir weiterhin und weiterhin nur das Geringste geben. Weil sie dann merken, oh, das reicht. Damit gibt er sich zufrieden oder sie. Das reicht ihr. Sie gibt sich mit nichts zufrieden, mit dem Geringsten, ja. Deswegen muss ich ja auch nicht mehr geben. Ist nicht mein Problem, wenn sie so naiv ist und lässt sich da auf mich ein. So denkt ein Narzisst. Ist nicht mein Problem, wenn er sich nur mit dem Geringsten zufrieden gibt. Dann muss ich ja nicht mehr geben, weil das reicht ja. Warum soll ich dann mehr geben? Er ärgert sich ja auch nicht darüber. So denkt ein Narzisst. Warum? Der Narzisst denkt, warum soll ich mehr geben, wenn ich auch weniger geben kann und der Mensch bleibt trotzdem bei mir und der Mensch gibt sich trotzdem damit zufrieden. Er wäre ja dumm, so denkt er, wenn er mehr geben würde, wenn auch weniger geht, wenn du dich auch mit weniger zufrieden gibst. Warum soll dann der Narzisst dir mehr geben? Aber sobald du mehr verlangst, mehr willst, weil dir auch eigentlich mehr zusteht, passiert etwas Komisches. Dein Narzisst hat auf einmal keinen Bock mehr auf dich. Auf einmal kommt vielleicht sogar narzisstische Wut raus. Auf einmal kommt diese Discard-Phase, die Phase, wo sie dich ausgrenzen, abstoßen, ja,
so, wo sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, sich nicht mehr bei dir melden, weil du ja zu viel verlangst. Du bist voll herrisch geworden und verlangst die ganze Zeit und bist so unzufrieden und komm mit ihren Shaming-Taktiken. Ja, du bist ja so unzufrieden, du verlangst so viel, du willst so viel, obwohl du dir denkst, ey, warte mal, du verlangst die ganze Zeit von mir, dass ich dir alles geben muss. Jetzt sage ich einfach nur, ey, ich will auch das Gleiche zurück. Ich bin die ganze Zeit hier am Geben, Geben, Geben und du bist nur am Nehmen und ich bekomme hier nichts. Und wenn, dann bekomme ich nur das Geringste, nur das Mindeste. Das ist ein Ungleichgewicht und du gehst jetzt hin und sagst, ey, wir haben hier so ein gewisses Ungleichgewicht. Dann passiert dieses Szenario, dass sie dich dann vielleicht anschreien, dass sie vielleicht dann hässlich zu dir werden, dass sie dich beleidigen, dass sie sich distanzieren, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, dass sie auf einmal Drama verursachen in Form von Problemschieberei. Ach, du siehst nur das Negative und nichts ist dir gut genug und du bist so egoistisch und du bist so dies und du bist so das, ja, lauter Shaming-Taktiken. Nur um dir nicht mehr geben zu müssen. Ganz einfach. Deswegen machen sie das. Sie wissen ganz genau, dass sie dir nur Brotkrümel geben, dass sie dir nur das Geringste geben, aber ändern daran wollen sie nichts. Weil ein Narzisst denkt, solange du dich mit dem Geringen hier zufrieden gibst, ist alles gut. Du bist dich ja nicht am Beschweren. Und wenn du dich mal beschwerst, versucht der Narzisst alles, gibt der Narzisst alles dafür, dich wieder quasi so zu manipulieren, dass du dich mit dem Geringsten wieder zufrieden gibst. Weil er nicht bereit ist, dir mehr zu geben. Hör auf zu glauben, auch wenn du was sagst, dich beschwerst oder für dich einstehst, dass der Narzisst sich dann verändern wird. Diese Hoffnung haben viele. Ja, wir können ja über alles reden und sonst irgendwas. Ich sage nicht, wenn du mit einer Person zu tun hast, die dir nur das Geringste gibt und du gibst dich damit zufrieden und du hast noch nie mit dieser Person darüber gesprochen, dass du jetzt alles aufgeben sollst. Versuch natürlich, wenn es das erste Mal ist, mit der Person darüber zu sprechen, zu gucken, kann ich mit dieser Person darüber reden? Natürlich, versuch erstmal daran zu arbeiten. So, aber wenn du schon öfters hingegangen bist, deswegen mache ich das Video, wenn du schon öfters hingegangen bist und hast dich öfters schon beschwert und öfters wieder einlullen lassen und dich wieder anlügen lassen, dass du ja so egoistisch bist und sonst irgendwas und diese Shaming-Taktiken bei dir funktioniert haben, wenn das schon öfters passiert ist, dass du was dagegen gesagt hast und es ist nichts passiert, es ist nur schlimmer geworden oder sie haben immer wieder dir nur das Geringste gegeben, dann solltest du dir die Gedanken machen, ist das das Ganze wert? Denn ich habe eigentlich mehr verdient. Und nicht eigentlich, du hast mehr verdient. Wenn du viel gibst, hast du es auch verdient, viel zu bekommen. Oder generell, wenn du gibst, hast du es auch verdient, etwas zurückzubekommen. Definitiv. Definitiv. Aber wenn du einer bist, der nur nimmt, 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 dann hast du nichts verdient. Aber diese Narzissten denken tatsächlich, weil sie so grandios sind, ja, gerade grandiosen Narzissten, dass sie alles verdient haben, ja. Generell, ein Narzisst denkt, er ist besser als alle anderen, ja, hat so ein riesen Ego und denkt, er hat alles verdient. So, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, ich habe den Faden ein bisschen verloren. So, deswegen, wenn du das merkst, du hast mit so einer Person zu tun, die denkt, sie hat alles verdient und muss nichts geben, mach dir dann Gedanken, ob es wirklich Sinn macht, dieser Person noch die ganze Zeit alles zu geben, wenn du nur das Geringste bekommst. Du musst dir selbst es wert sein, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, hey, bis hier noch nicht weiter, ich bin die ganze Zeit am Geben, du bist nur am Nehmen. Das passt hier irgendwie nicht. Ich wollte noch was anderes sagen, aber ich habe jetzt echt den Faden verloren. So, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich denke, es hat wirklich bis hierhin mal eingeleuchtet. Du solltest es dir selbst wert sein, mehr zu verlangen vom Leben, mehr zu verlangen von Menschen. Wenn du mit Menschen zu tun hast, sie sind nur am Nehmen, ja, geben dir nur das Geringste. Mach dir mal Gedanken, ob das alles wirklich so Sinn ergibt, ob du die ganze Zeit noch so loyal zu ihnen sein sollst, ob du die ganze Zeit ihnen noch alles geben sollst und alles für sie tun und machen solltest. So, weil es kann dich innerlich zerstören, wenn du die ganze Zeit nur am Geben bist und
bekommst nichts zurück. Du kannst dadurch sehr verbittern. Ja? Deswegen sind so viele gute Menschen dann oder werden so viele gute Menschen dann verbittert, zornig, bekommen irgendwelche Nicht-Angstzustände, irgendwelche Bindungsängste und sonst irgendwas, weil sie Menschen dann auf einmal nicht mehr vertrauen können, weil sie die ganze Zeit nur mit falschen Menschen zu tun hatten und können deswegen einfach keinen Menschen mehr vertrauen. Und bevor das passiert, umgib dich lieber mit positiven Menschen, die gut für dich sind, die dir auch mal was zurückgeben, ohne die ganze Zeit etwas zu verlangen, ohne dass sie wie so eine Rechnung machen, oh, ich habe dir jetzt das gegeben, ich verlange jetzt das und was weiß ich so. Es sollte ein Geben und Geben sein. Beide können nehmen, beide können geben oder sollten. Beide sollten geben, beide sollten nehmen. Ja? Ein Geben und Geben, ohne dass man so ein Abrechnungskonto macht. Oh, ich habe dir jetzt gerade da und da geholfen, du helfst mir das nächste Mal da und da und sowas und macht dann diesen Guilt-Trip, diese Schuldzuweisung und was weiß ich alles so. Ja, du schuldest mir dies, du schuldest mir das, du schuldest keinem etwas und keiner schuldet dir etwas. Nur das Ding ist, wenn du die ganze Zeit am Geben bist, ja, und deine Person ist, weil ich ja auch gesagt habe, keiner schuldet dir etwas, ist es, diese Menschen müssen dir nichts geben, die schulden dir nichts, nur weil du denen etwas gibst. Du solltest auch nicht denken, jetzt weil ich gesagt habe, wenn du viel gibst, hast du auch viel verdient. Von den richtigen Menschen natürlich. Aber verlange nicht von diesen falschen Menschen, dass sie dir dann auch etwas zurückgeben. Studiere mal diese Menschen. Wie war das so die ganze Zeit in der Vergangenheit? Ich habe gegeben, habe ich was zurückbekommen oder habe ich nichts zurückbekommen? Das musst du quasi für dich selbst so reflektieren, sage ich jetzt mal so. Deswegen verstehe mich da jetzt nicht falsch. Nur weil ich gesagt habe, wenn du viel gibst, hast du auch viel verdient. Natürlich hast du viel verdient. Aber auch nur, wie gesagt, von den richtigen Menschen. Die falschen Menschen werden dir nichts geben, werden nicht einsehen, dass du es verdient hast, dass man dir auch was gibt. Sie denken die ganze Zeit, oh, diesen Menschen kann ich ausnutzen, der gibt mir so viel, verlangt so wenig, perfekt, perfekt. Dem Reichen die Brotkrümel, die Krümelstücke, ja. Ich nehme mir den ganzen Kuchen oder das ganze Brot, aber gebe selbst nur das Geringste ab, nur gerade die Krümel ab. Wenn dieser Mensch sich damit zufrieden gibt, ist sein Problem. So denkt ein Narzisst. Deswegen, gib dich nicht mit dem Geringsten zufrieden, arbeite an deinem Selbstwert, du hast mehr verdient als das, das sollte dir klar sein. Und in diesem Sinne, wenn es dazu irgendwelche Fragen gibt, wenn ihr damit irgendwie Probleme habt mit Selbstwert oder sonst irgendwas, wir können gerne persönlich darüber sprechen, kann ich euch gerne dabei helfen. Wenn ihr darauf Bock habt, natürlich könnt ihr mich da kontaktieren, können wir über alles reden. Generell, wir können über alles reden. Deswegen, ich helfe da gerne. So, ich bin für euch da. Deswegen, scheut euch nicht, habt keine Angst davor, um Hilfe zu fragen. Jeder braucht mal Hilfe, da ist nichts Verwerfliches. Deswegen, das so zu diesem Thema. Ich hoffe, dieses Video hat euch etwas gebracht, hat euch auch gefallen, war wichtig für euch. Und dann würde ich einfach sagen, arbeitet an euch und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Peace out.